Der aufmerksame Zuseher wird vielleicht schon gemerkt haben, dass sich die Abreise der Bounty schon jetzt ziemlich verzögert hat. Ob der anfängliche Optimismus sich halten konnte, werden wir sehen. Bounty, Gravesend, 20. Oktober 87, unter Segeln. Dieser Brief ist offenbar an Bord der Bounty geschrieben und Bligh muss wohl vorerst nach Gravesend gesegelt sein. Das ist eine Hafenstadt an der Themse, östlich von London. Sir, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich nun nach Portsmouth aufgebrochen bin. Ich kam am Freitag von Lord Howe und bat inständig die Lordschaft, mich ohne Verzögerung loszuschicken. Er schreibt hier begged, was man mit betteln übersetzen müsste, das trifft's aber nicht genau. Denn to beg ist meines Erachtens so zwischen bitten und betteln. Lord Howe war Richard Howe, Flottenadmiral und erster Lord der Admiralität. Ich würde mal sagen, der Chef des Ganzen. Interessante Karriere, alles auf Wikipedia zu finden. Mr. Stevens machte mir die Hoffnung, dass mir meine Befehle in einer Woche zugesandt werden. Wenn ich in Teneriffa ankomme, würde ich gerne wissen, ob ich für Sie eine Kiste Wein von dort mitnehmen soll. Ich denke, er wird sehr gut sein, bis ich in England ankomme. Was ich für Juli 1789 vorhabe. Es bereitete mir viel Freude, wenn ich Ihnen das Schiff zeigen könnte. Denn ich möchte schmeicheln, dass es das kompletteste Schiff ist, das jemals auf eine Expedition gesegelt ist. Ich hoffe jedoch, dass ich bei meiner Rückkehr das machen kann und Ihnen bekannt mache, dass ich mindestens 500 blühende Pflanzen auf den Westindies lassen konnte. Ich bin mit äußerstem Respekt, Sir, Ihr höchst ergebener und getreuer, demütiger Diener William Bligh. Weiter im Logbuch erklärt Bligh, wie seine Eintragungen zu interpretieren sind. Als Erklärung für die Art meiner Aufzeichnung über die Reise sei gesagt, wolkiges Wetter ist, wenn die Sonne nicht oder nur selten zu sehen ist. Schönes Wetter ist, locker bewölktes Wetter, wenn die Sonne regelmäßig zu sehen ist. Klares Wetter ist, wenn der Himmel im Großen und Ganzen klar und angenehm ist, bis auf wenig Wolken und nicht windig. Diesig mag zum einen oder anderen dazugefügt sein, dann versteht sich die Sichtweite nicht so ausgedehnt wie zu anderen Zeiten. Alle anderen Ausdrücke bezüglich des Wetters werden generell ohne Fehler verstanden. Es werden immer drei Spalten der Längengrade geführt, die erste DR, das bedeutet Dead Reckoning, blind geschätzt, oder geschätzt vom letzten aufgezeichneten Ort. Die zweite ist TK oder Longitude, durch den Zeitmesser von der nahesten Beobachtung aus. TK steht für Timekeeper. Und die letzte ergibt sich aus der Mondbeobachtung, notiert ab und zu unter Einbeziehung der Differenz von Längengraden, die von Tag zu Tag durch den Zeitmesser ermittelt wurden. Und ist gekennzeichnet mit L und TK, stehen für Luna und Timekeeper. Das Log wird immer im Verhältnis von 50 Fuß zu 30 Zeitsekunden geführt. Und die mittlere Höhe des Auges über dem Meeresspiegel ist gleich 3 Fuß 18 Zoll. Zusammen mit der Deklination der Mitte der Sonnenscheibe, entsprechend der jeweiligen Breitengrade, werden alle Längengrade ermittelt. Alle Mondbeobachtungen werden zu einer zusammengefasst. Mit Hilfe des Zeitmessers und aller Instrumente, die ich jedes Mal benutze, sind mit A markiert ein Zehntel Zoll, mit B markiert ein Vierzehntel des Remstens Sextanten und mit C markiert ein Zwölftel Zoll des Trutons, die ich alle als besonders perfekt ansehe. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass immer wenn ein Punkt an Land auf einem Breitengrad oder der Parallele beobachtet wird, die Zeit ab Mittag, 12 Uhr, exakt benannt wird, damit seine Lage genauer ermittelt werden kann. A bezeichnet B, B bezeichnet C und C bezeichnet H. Die Beobachtung bezüglich der Kompassabweichung wird immer am Kompasshaus vorgenommen und durch den Sonnenschatten durch das jeweilige Ende des Visiers abgelesen. So ergeben sich zwei Beobachtungen von jedem Kompass, was bedeutet, dass der konstruktionsbedingte Instrumentenfehler korrigiert wird. Es gibt zwei Adams-Kompasse. Einer wird mit A, der andere mit B bezeichnet.
und die Rückwärtsbeobachtung wird turned genannt. Ja, also die Navigation war sein Steckenpferd, offensichtlich. Tatsächlich sind diese Eintragungen auch fast täglich im Logbuch, aber ich werde hier die nicht alle wiedergeben, nur die relevanten und interessanten. Im nächsten Teil geht die Fahrt der Bounty dann weiter, wohl von Gravesend nach Spithead, und zwar vom 24. Oktober 1787 bis 4. November 1787, wo die Bounty dann zunächst erstmal bis zum 30. November ankerte. Spithead gibt es mehrmals in verschiedenen Städten in England, aber hier ist es der Hafen in Portsmouth, wo man übrigens noch heute die HMS Victory bewundern kann. Das originale Schiff. Natürlich mehrfach restauriert. Genauso original wie die Dokumente, die ich hier benutze. Also bleibt gespannt, das hier ist erst der Anfang.